Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Abend. Mein Name ist Gilbert Kreuztaler, bin der CEO von Agino Trader. Bedanke mich sehr herzlich bei CapTrader, hier diesen Event halten zu können. Wir haben ja einige Events geplant in Zukunft, und zwar einerseits Spezialevents, wo wir im monatlichen Rhythmus so die zweite in der Monatsmitte einen Spezialevent halten über bestimmte Trading-Themen, wo einige unserer Partner hier auch referieren werden. Der erste dieser Termine ist jetzt mehr oder weniger, wo wir uns mal über das Thema Futures, Micro-Futures hermachen, was ist das Sinn, wieso Micro-Futures und hier mal ein paar Dinge auch erklären, aber nicht nur Micro-Futures, weil das Thema ist natürlich erschöpflich, sondern wir werden hier auch ein bisschen weiter in die Futures hineingehen. Was kann man im Agino Trader mit Futures machen und so weiter? Was sieht man drum und und. Also das heißt, wir versuchen hier ein bisschen rundherum, um die Futures auch ein bisschen etwas zu erzählen. Ja, dann gibt es am nächsten Donnerstag schon, möchte ich gleich darauf hinweisen, auch die Question and Answer wieder, die wir schon mal hatten, die auch sehr interessant waren, weil sehr viele Fragen gestellt worden sind und ja, die hier auch immer sehr gut wahrgenommen werden seitens des CapTrader-Publikums und wir hier auch immer wieder gute Informationen weitergeben konnten. Aber ich würde sagen, fangen wir jetzt an, machen wir Futures. Es wird heute nicht allzu lang dauern. Wir versuchen es kurz und knackig zu halten. Aber wenn es Fragen gibt, natürlich gerne jederzeit Fragen stellen. Wir werden dann versuchen, am Ende des Webinars hier die Fragen zu beantworten. Gut, dann legen wir los. Wir haben ja bisher im Agino Trader ja schon diverse Auswahllisten gehabt, die wir angeboten haben. Es ist ja vor einiger Zeit, hier sind ja auch die Micro-Futures mehr oder weniger eingeführt worden, auch für die amerikanischen Indizes. Das heißt, es gibt jetzt mittlerweile schon eine relativ erkleckliche Anzahl von Werten, die entweder im Mini oder im in der Mikrogröße laufen. Das heißt, was wir gemacht haben, ist grundsätzlich mal, wir haben hier verschiedene Listen im Agino Trader zur Verfügung gestellt, die man sich runterladen kann. Da schauen wir uns einmal eine Liste an. Ich werde es Ihnen dann zeigen, wie man diese Liste bekommt, wo man die findet, welche Listen es im Futures-Bereich überhaupt gibt, aber auch dann reingehen in den Futures-Kalender und wie man dann Expiries und so weiter umstellt. Das heißt, grundsätzlich sehen Sie jetzt hier vor uns, der hat nichts drin verloren, beim Spielen reingekommen. So jetzt, okay. Grundsätzlich sehen Sie jetzt hier mal eine Liste, die ausschließlich aus Mini- und Micro-Futures besteht. Natürlich muss man auch die Daten abonniert haben, um diese Daten zu sehen. Das heißt, sie sind natürlich nicht von vornherein ersichtlich. Es kommt immer auf den Datenfeed darauf an, welche Daten man sieht. Aber man sieht hier auch schon, dass wir zum Beispiel hier diese Futures haben, wenn man hier draufklickt. Ich werde auch gleich einblenden, dass man auch erkennt oder man sieht es eigentlich auch hier herüben, um welchen Future es handelt. Das heißt, wir sehen hier zum Beispiel den E-Mini S&P Midcap 400 Future. Wir gehen weiter. Wir gehen hier zum ES, der ist ein bisschen mehr liquide, weil wir sehen zum Beispiel hier, der Mini Nikkei ist nicht wirklich sehr liquide, so wie wir ihn bekommen über den Datenfeed. Das heißt, es gibt natürlich Datenfeeds, die diese Futures dann natürlich in einer höheren Qualität rüberbringen können. Nikkei ist immer eine schwierige Sache. Aber man sieht hier, wenn man sich einstellt, welche Futures man vor sich hat. Wir kommen zum ES und da werden sich wahrscheinlich einige wundern, was hat das jetzt in der Mini-Mikro-Geschichte zu tun? Der ES, der S&P, ist ein Mini-Future. Da gibt es noch einen größeren, den SP-Future, der die volle Größe beinhaltet. Das heißt, der ES, der S&P Mini ist schon mal gesplittet worden und daraus hat man aber jetzt auch einen Micro-Future gemacht, den man sehen kann über den MES, das ist der hier,
Und man sieht hier, dass zum Beispiel hier diese Werte, die beiden von der Abfolge her oder vom Verlauf her ziemlich ähnlich verlaufen. Man sieht kleine Unterschiede zwischen dem MES und dem ES, aber man sieht schon dadurch, dass wir uns hier in den 5 Minuten befinden und auch wenn wir hier runterschauen, zum Beispiel in die 1 Minute, dass wir hier im ES eine sehr schöne Abfolge von den Kerzen hier sehen, was ja immer eine Indikation ist, dass hier auch Liquidität drinnen ist. Und hier, wenn man sich hier beim Micro-ES auch die Abfolge der Kerzen anschaut, dann sieht man auch, dass hier eigentlich Liquidität drinnen ist. Das heißt, dass die Kerzen hier auch sehr schön dicken, auch in den untersten Bereichen. Das ist immer eine Indikation, dass Futures, dass Werte sauber laufen, dass auch wirklich Volumen drinnen ist und dass man nicht Gefahr läuft, hier abgeholt zu werden, beziehungsweise einen schlechten Spread zu haben. Wir schalten jetzt auch nochmal den Spread hinzu, wenn wir hier raufgehen, schauen uns hier die Spread Lines an und sehen, dass wir hier einen Spread von 0,25 haben, circa. Und das natürlich aber auch dasselbe ist wie zum Beispiel hier im ES. Das heißt, wir haben auch hier einen sehr engen Spread auf 0,25. Das heißt, hier sieht man auch, dass hier große Liquidität drinnen ist auf beiden Futures. Was macht es eigentlich? Man sieht hier auch, dass es hier auch den Mini-NQ gibt. Das heißt, hier sehen wir, dass es auch Mini-Micro-NQ gibt. Das heißt, das ist hier der Nasdaq, der auch hier in den kleinen Bereichen, sehr kleinen Zeiteinheiten, sehr sauber läuft, sehr liquide läuft. Das heißt, diese Futures sind auch jetzt schon sehr gut handelbar, obwohl sie eigentlich neu eingeführt sind. Man hat es ja oft das Problem bei den Futures, es kommt ein neuer Future und man hat hier nicht wirklich die große Liquidität drinnen. Man schaut sich zum Beispiel den Mini-FDAX an, der ja doch eine Zeit benötigt hat, um wirklich sauber zu laufen. Wenn man sich hier zum Beispiel den FDAX selbst anschaut, wo ist er, der FDAX? So habe ich jetzt meinen Datenfeed, wo ist er, FDAX? Den FDAX eben. Versuche jetzt mal den FDAX reinzugeben hier. Ich hoffe, den haben wir. Schauen wir uns ihn an bei den Most Traded Futures. Dort finden wir ihn sicher. Hier ist der FDAX. Wenn man sich den hier anschaut, dann sieht man doch, dass er relativ sauber läuft. Wir haben auch bei den Most Traded Futures den FDAX drinnen. Und wenn wir hier rübergehen, sieht man mittlerweile so ziemlich die gleiche Kerzenabfolge. Schauen wir runter auf 1 Minute, vergleichen wir die beiden. So sieht man eigentlich hier, dass sich hier wirklich nicht mehr viel tut, dass zwar schon der FDAX anders läuft als der FDAX M, der kleine FDAX, aber man hier schon ziemlich auch dieselbe Spreads auch bekommt. Schauen wir uns hier den Spread an im FDAX M. Das heißt, wir haben hier circa einen Punkt. Wir gehen hier, erweitert sich manchmal aus. Wir gehen hier in den FDAX rein und man sieht, hier ist natürlich die Liquidität im FDAX immer noch viel größer als im FDAX M. Was sich aber bei den Mini-Micro-Futures, das heißt bei den amerikanischen Futures, eigentlich fast hier schon ausgeglichen hat, das heißt, man merkt zwischen dem NQ und zwischen dem MNQ eigentlich fast keinen Unterschied mehr. Kleiner Unterschied noch hier im Spread, aber nicht wirklich nicht mehr viel. Also da sieht man schon, dass man diese Micros auch eigentlich relativ gut traden kann, auch in den untergeordneten Zeiteinheiten und hier auch Liquidität vorhanden ist.
Natürlich ist hier auch eine größere Liquidität vorhanden, und zwar aus dem Grund, weil diese Werte hier natürlich eine viel höhere Stückzahl, weil man hier eine viel höhere Stückzahl in den Markt reinbringt. Wenn man sich den NQ anschaut, und ich werde Ihnen das auch gleich zeigen anhand eines Setups, das ich über Chinatrader Plus eingebe. Wenn wir hier zum Beispiel den NQ versuchen zu handeln, so sehen wir, dass sich hier im NQ auf diese Ausdehnung hier circa 3 Kontrakte ausgehen. Mit unserer Risikoeinstellung. Das heißt, wir haben hier eine bestimmte Risikoeinstellung, die schauen wir uns dann nachher noch an. Aber man kann hier zum Beispiel 3 Kontrakte handeln. Gehen wir jetzt mal auf den ES, schauen wir uns das hier an, was immer der jetzt hierher zeigt. Wir geben hier mal den ES ein und man sieht hier, man kann hier mit dieser Ausdehnung, gehen wir in den 5-Minuten-Bereich, dort ist das wahrscheinlich ein bisschen besser noch. Zeigen wir uns das, gehen wir runter, schalten wir uns den ES ein, geben wir hier ein Setup ein. So gehen sich hier 3 Kontrakte aus, mehr oder weniger auf das jetzige Marktverhalten, wenn ich hier den Stopp habe und hier das Target reingebe. Wenn ich dasselbe aber im MMS, im Micro mache und das hier mit den gleichen Risikoeinstellungen mache, so, ich warte jetzt mal. So, dann sehen wir hier plötzlich mit dem gleichen Risikoverhalten. Schauen wir uns das nochmal ES an. Das ist hier natürlich eine Riesen. So, ungefähr mit dem gleichen Risikoverhalten. Das heißt, wir haben hier circa 329 Euro Risiko auf diese Ausdehnung und können hier 3 Kontrakte handeln. Wenn wir aber in den Micro gehen, wo ist der MES? Dass ich das hier wieder finde. Moment mal, MES. So. Und wir hier ungefähr mit dem gleichen Marktverhalten eine Order in den Markt legen, dann bekommen wir ungefähr mit dem gleichen Risikobetrag plötzlich 25 Kontrakte vorgeschlagen. Das heißt, das hat natürlich auch eine Auswirkung auf die ganze Liquidität und so weiter. Das hat aber auch den großen Vorteil, dass wenn ich zum Beispiel nicht so ein großes Konto habe und mir eigentlich beim normalen Mini-Future schon schwer tue, meine Position so reinzubringen, dass ich hier zum Beispiel mit 2 oder 3 Targets arbeiten kann, wird es im Micro-Future natürlich um einiges leichter, sich zum Beispiel hier mit 3 Targets rauszuskalieren. Ich zeige Ihnen das mal. Wir werden jetzt also in den AT++ Manager gehen und ich stelle hier mal das Risikoverhalten um. Wir werden hier mal das Risiko auf circa, schauen wir mal, was wir hier eingestellt haben. Setup Escrow. Wir haben hier das Temo Account. So, was haben wir beim Futures hier eingestellt? Ein Risikoverhalten von 0,5%. Das heißt, wir drehen das hier mal runter auf 0,1%. Dann sieht man es auch, was hier grundsätzlich, was sich hier ändert. Wir geben hier ein Apply. Nehmen hier diese Orders raus. Geben hier wieder ein. Und das sieht man jetzt schon, dass wir zum Beispiel jetzt hier aufgrund des kleinen Risikos, das man eingestellt hat, oder aufgrund des kleinen Kontos, das man hat, dass sich zum Beispiel hier nur ein einziger Kontrakt ausgeht. Und ich mir natürlich, wenn ich jetzt zum Beispiel mehrere Targets reinlegen möchte oder mich aus dem Trade heraus skalieren möchte, das mit den Minis nicht mehr wirklich so gut funktioniert. Stellen wir hier auch für diesen 8-8-Train mal ein 3-Target-Setup ein. Gehen wir wieder rein in den AT++-Manager. Gehen wir hierher auf unsere Session.
Und gehen wir hier mal für den H-Train, wir haben hier ein Multiple Risk One Level, gehen wir ein 3 Level ein. Das heißt, wir würden gerne eigentlich uns, wenn es möglich ist, über 3 Levels rausskalieren, 3 Targets gerne eingeben. So, jetzt haben wir das mal eingestellt. Löschen wir. Dieses Setup geben wir es jetzt hier nochmal ein. Und man sieht hier, dass ich jetzt hier, obwohl wir eigentlich 3 Targets eingestellt haben, eigentlich nur das erste Target ausgeht auf dieses Risikoverhalten. Das heißt, wir haben hier einen Stopp drinnen. Wir sehen auch, dass ich hier ist, das Risiko ist eigentlich rot. Das heißt, wir haben auch hier im Stopp, wir gehen eigentlich ein zu hohes Risiko ein für das, was wir eigentlich haben möchten, nur um das Setup reinzubekommen. Das heißt, ich müsste eigentlich mit dem Stopp extrem eng an den Markt heranfahren. Man sieht jetzt, um diesen Bereich wird das Risikoverhalten so eingestellt, dass wir schwarz werden, dass wir eigentlich in unserem normalen Risikoverhalten drinnen sind. Das ist natürlich eine Sache. Das heißt, wenn wir hier mit den großen Futures handeln, tun wir uns natürlich schwer, auch diese richtige Risikoeinstellungen auch zu behalten. Man geht eigentlich immer aus diesen Risikoeinstellungen relativ leicht raus, die man eigentlich einstellen möchte und kann aber hier relativ schwierig handeln, wenn man kleinere Konten hat. Mit den Micros natürlich tut man sich auch im AT++ einiges leichter, denn wenn wir jetzt zum Beispiel wieder hierher gehen auf den MES, auf den Micro Future und stellen hier ein Setup ein, so sieht man, dass uns hier jetzt 6 Futures vorgeschlagen werden, wir bei weitem nicht auf dem Risiko sind. Ich sogar noch die Möglichkeit habe, zum Beispiel jetzt den Stop wegzuziehen, wenn wir uns noch immer in unserem Risiko befinden, aber wir die Möglichkeit haben, noch immer uns hier auch richtig rauszuskalieren. Man sieht hier am ersten Target liegen jetzt 2 Kontrakte, am zweiten würde einer liegen, am dritten würde einer liegen. Das heißt, hier haben wir schön die Möglichkeit, gehen wir näher heran. Wir bekommen jetzt wieder 6 Kontrakte aufgrund der Risikoeinstellungen. Und man sieht hier, dass man hier relativ gut rauskalieren kann aus dem Trade hier. Das heißt, hier machen natürlich die Micros extrem viel Sinn, wenn man hier nicht nur einen Kontrakt handeln möchte und dort aber eigentlich auch nicht weiß, wie man das Risiko einstellen soll. Wenn man hier jetzt auf die Micro-Futures wechselt, die sehr liquide sind, dann hat man hier den großen Vorteil, dass man wirklich nicht nur über AT++, sondern auch sonst relativ gut handeln kann, seine Trades auch strategisch aufbauen kann, hier auch schöne Targets sich setzen kann, beziehungsweise man relativ schwer oder bei weitem nicht so leicht seine Risikoeinstellungen, das Risiko, das man eigentlich gehen möchte, hier überschreitet und man doch aus den Trades rauskalieren kann. Und das ist natürlich extrem hilfreich, wenn man jetzt sich wenn man mit den Minis, einerseits einmal handelt in bestimmten, wo es noch Minis gibt, aber natürlich auch mit den Micro Futures im Bereich der Index Futures. Man sieht hier drinnen, das ist die Liste, und zwar wir sehen hier, wir haben jetzt unterschiedliche Futures-Listen zur Verfügung gestellt. Wir haben jetzt 2 Futures-Listen hinzugeholt, die vorher nicht drinnen waren. Wir hatten ja immer die Most Traded Futures. Da ist natürlich relativ viel drinnen an Futures, die man grundsätzlich über den Agenda Trader handeln kann. Das sind natürlich teilweise liquide Futures drinnen, teilweise auch nicht ganz so liquide Futures, aber da sind zumindest drinnen Futures, die doch bestimmtes Handelsvolumen aufweisen und die doch relativ, sagen wir so, jetzt sind wir natürlich im 1-Minuten-Chart, gehen wir rauf auf 5-Minuten-Chart, dort schaut es natürlich auch gleich besser aus, aber man sieht hier auch schon, dass hier die Spreads relativ groß sind, weil natürlich nicht eine wirkliche Liquidität, eine große Liquidität drin ist, obwohl sie eigentlich zu den meistgehandelten Futures zählen. Das heißt, wir haben hier zum Beispiel den Bund Future, das ist der Large, Medium und das ist der Small.
den man sich hier einstellen kann. Man sieht natürlich, dass der Large hier am meisten gehandelt wird. Der ist aber auch noch relativ handelbar aufgrund seiner Punkte, seines Punktewertes. Wo wir beim Thema Punktewert sind, auch um sich das anzuschauen, machen wir hier nochmal den Blick auf den ES zum Beispiel, der hier ist, was hier wirklich der große Unterschied ist zwischen den Mini und zwischen den Micro Futures, dass ich sie aufspringe. Okay, gut. Wir schauen hier mal rein und man sieht hier im ES, dass wir einen Punkt Value, Point Value beim ES von 50.000 haben. Wir schauen uns das im Moment, wir schauen uns das dann im na, wir schauen uns das jetzt hier im Micro an. Gehen wir jetzt rüber auf die Micro Futures. Schauen uns das hier mal im Micro an und wir sehen, dass wir hier einen Punktwert von 5.000 haben. Das heißt, der Punktwert ist hier schon, ist hier um das Zehnfache niedriger. Mit derselben Tick-Size und allem drum und dran. Das heißt, man kann hier grundsätzlich davon ausgehen, dass man eigentlich, wenn man jetzt das Risiko, je nachdem, wie man es eingestellt hat, aber dass man eigentlich mit demselben Geld die zehnfache Menge handeln kann auf den Micros, natürlich mit dem, mit dem Vorteil, dass man skalieren kann, dass man sich die aus den Trades hinaus skalieren kann, mit mehreren Targets hier arbeiten kann. Aber nur, dass man sieht, wo jetzt wirklich der große Unterschied liegt, ist, beide liegen auf der Globex, sind natürlich, haben beide eine Tick-Size von 0,25, aber hier haben wir einen Punktwert von 5.000 und beim Mini ES, beim normalen ES Future hier, haben wir einen Punktwert von 50.000 und schauen wir uns jetzt den SSP dazu an. Schauen wir, ob den wir ihn mal finden. SSP nicht her. Okay. Das ist hier der. Okay, hier haben wir, bringt der Datenfeed nicht alles rüber, aber schauen wir uns trotzdem hier diesen Wert hier an. Und so sehen wir hier, dass wir einen Punktwert von 250.000 haben. Das heißt, hier dieser S&P, was eigentlich der Ursprung des S&P Mini ist und wie man auch sieht, wird auch auf der Globex gehandelt, ist aber hier der wirklich der schwergewichtige S&P Future, der ursprüngliche. Und daraus ist der ES eben mal entstanden, der einen fünffach niedrigeren Wert hat. Und dann daraus ist der Micro Future entstanden, der einen mehr oder weniger zehnfach niedrigeren Wert hat als der Mini Future. Nur, dass man weiß, wo eigentlich diese Futures herkommen, wie die runtergebrochen worden sind. Es sind hier keine, es sind eigene Kontrakte, die eine eigene ISIN und alles haben. Das heißt, hier ist grundsätzlich sind unterschiedliche Kontrakte in der unterschiedlichen Wertigkeit. Okay, schauen wir uns vielleicht den NQ an, was hier der große Unterschied ist noch in der Wertigkeit. Man sieht hier, der normale NQ hat einen Wert von 20.000 im Gegensatz zu 50.000 vom ES. Und der MNQ, das ist hier der Mini, der hat hier eine Wertigkeit von Punkt von 2.000. Das heißt, man ist auch wieder ein Zehntel des Mini-Futures. Und ich sage, hier wird es natürlich schon interessant, wenn man jetzt zum Beispiel jetzt einen Ersatz für, weiß ich,
CFDs sucht, weil in den CFDs war es natürlich, ist es auch immer möglich, dass man eine kleinere Skalierung hat, dass man irgendwo auf 0,Werten sich entweder bewegt oder dass man hier auch eine kleinere Stückelung ganz einfach hat, weil eben das bis jetzt im Future nicht möglich war und man hier doch relativ große Größen handeln musste. Schauen wir uns nochmal den F-DAX an, zum Beispiel, wie auch hier die Wertigkeit ist. Ich meine, der ist ja eigentlich hier auch, haben wir einen Wert von 25.000 pro Punkt. Schaut man sich den Mini an, so hat man hier einen Wert von 5.000. Das heißt, der wurde hier um den fünffachen Wert, oder der F-DAX hat eigentlich den fünffachen Wert vom F-DAX M. Und hier hat man natürlich auch die bessere Chance, dann hier doch mit den kleineren Größen handeln zu können. Also das hier, dass man ungefähr sieht, wie das hier aufgebaut ist und wie diese Micros bzw. Minis ungefähr ausschauen, wie man damit arbeiten kann und dass man hier doch einen guten Ersatz eigentlich hat für CFDs, die eine kleinere Stückelung grundsätzlich aufweisen, weil die hier nicht wirklich an der Börse gehandelt werden und man hier natürlich eine größere Flexibilität hat. Aber der große Vorteil ist natürlich auch hier bei den Futures, die werden an der Börse gehandelt. Hier gibt es die Börsekurse, die offiziell gehandelt werden und da gibt es ganz einfach diese Zusatzqualität bei den Futures und sind eigentlich meines Erachtens eine extrem gute Alternative zu dem CFDs, die man natürlich in kleineren Stückelungen handeln kann. Ja, okay. So. Das mal grundsätzlich. Ich zeige Ihnen jetzt mal, wie Sie zu diesen beiden Listen auch im GinaTrader kommen, zu dieser Mini Futures und zu dieser Most Liquid Futures. Die Most Liquid Futures, das ist eine kleinere Anzahl. Most Liquid, das hier ist mehr oder weniger eine Unterteilung oder ein Subset mehr oder weniger von den Most Traded Futures. Hier haben wir wirklich die rausgesucht, die am liquidesten sind. Hier wird man hauptsächlich, sofern der Datenfit das auch liefert, hauptsächlich liquide Datenserien auch sehen oder stimmige Datenserien auch sehen. Das heißt, eigentlich ist das hier, wenn man wirklich im Futures-Handel unterwegs ist, sind das eigentlich genau die man am ehesten sich anschauen kann und sich auch daran orientieren kann. Hier bei den Most Traded Futures haben wir natürlich einiges dabei, die nicht so liquide sind. Schaut man sich die Micro-Futures an, dann sind wieder illiquide Werte dabei. Wie zum Beispiel, schauen wir uns, was würde man hier sehen? Doch, die sieht als liquid. Den bekommen wir nicht. Einen MQ, der ist liquide. Aber das sind halt so die Micro-Werte, wo man sieht, da kann einem auch so etwas geliefert werden wie das hier. Das ist kein Fehler im MarginaTrader oder sonst irgendwas, sondern hier ist ganz einfach der Datenfeed. Entweder ist der Wert illiquide, der nur dann und wann gehandelt wird, oder es ist im Datenfeed, dass kein Hauptwert ist und hier halt als nicht keine hochqualitative Datenserie geliefert wird. Aber hier haben wir eigentlich nur die Minis und Micros in dieser Liste drinnen. Gut, wie kommen wir zu denen? Schauen wir mal, wo die herkommen. Und zwar, wenn man im GinaTrader auf die Settings geht, dann sieht man hier diese Instruments, Market und Mappings. Probiert man hier das auszuwählen, dann bekommt man hier gleich mal dieses Pop-up, das einem sagt, man muss vorher alle Datenfeeds schließen, bevor man hier drinnen etwas verändert. Und zwar ist das auch aus dem Grund, weil darüber Daten importiert werden und die nicht mit den gespeicherten Daten übereinstimmen können, weil sich vielleicht etwas geändert hat, weil vielleicht etwas dazukommt, weil sich die Expiry geändert hat oder wie auch immer. Das heißt, wir müssen, bevor wir hier importieren, einmal disconnecten. Man geht hier über die Tools, über Settings, Einstellungen auf Instruments, Markets und Mappings. Die meisten werden Sie schon kennen, weil wenn man ja auf einen Datenfeed verbindet oder auf einen
Account kommt man hier ja in dieses Pop-up schon, wo eigentlich der jeweilige Datenfeed bzw. die jeweilige Brokerverbindung hier drinnen schon mal ausgewählt ist. Das heißt, wähle ich zum Beispiel Interactive Brokers aus oder möchte einen Interactive Brokers Account einrichten, dann komme ich schon hierher und es ist Interactive Brokers ausgewählt. Ich mag jetzt keinen Import von Interactive Brokers. Ich mag es mal von IQ-Feed, da sind nicht viele Werte drauf. Gehe hier auf Import und zu diesem Zeitpunkt werden hier Daten, ich hoffe, das geht jetzt schnell, werden hier die alle Daten, die der jeweilige Datenfeed hat, die der jeweilige Broker hat, werden hier importiert und auf den letzten Stand gestellt. Hier werden auch die aktuellen Expiries, das heißt die Ablaufdaten der verschiedenen Futures auch aktuell gestellt. Das heißt, wenn ich Futures habe und ich hier im Machine Trader einige Futures habe, die nicht abgedatet worden sind, so wird hier automatisch beim Import auch die Expiry auf den richtigen Wert gestellt. Dazu kommen wir dann auch, wenn wir in den Futures-Kalender reinschauen. Okay, jetzt haben wir halt mal IQ-Feed als Datenfeed importiert. Dasselbe können wir machen mit Taiban, nur dauert es hier viel länger, weil Taiban viel, viel mehr Daten unterstützt als IQ-Feed. Ich habe es nochmal gezeigt, was hier passiert. Das heißt, hier werden alle Mappings neu importiert. Was wir aber noch haben, sind hier verschiedene Listen. Das heißt, hier sieht man die unterschiedlichen Listen, die allgemein gültig sind. Das sind zum Beispiel unterschiedliche Indexlisten und so weiter, wie ein DAX 30, wie ein Dow 30, wie der, was ich schon vorher auch gezeigt habe, die Most Liquid Futures bzw. die Most Traded Futures. Normalerweise sind die hier nicht angehakt. Das heißt, wenn Sie bis jetzt seitdem noch nicht drinnen waren und sich noch diese Liste noch nicht runtergeladen haben, dann wird hier sind die beiden noch nicht angehakt. Hier kann man ganz einfach die beiden anhaken, die beiden Listen und ein Import Instruments List machen. Und zu diesem Zeitpunkt werden diese alle Listen, die hier drinnen sind, als Instrumentlisten im Agena Trader angezeigt und die sind dann auch auswählbar. Das heißt, hier haben wir die verschiedenen Russell oder was auch immer, hier die verschiedenen S&P-Listen mit zum Beispiel den S&P 100, S&P 500 ist für Interactive Brokers Cap Trader natürlich auch interessant, beziehungsweise hier die runtergebrochenen, die ersten 500 Werte des S&P 500, die zweiten 500 Werte des S&P 500 und so weiter. Gibt es natürlich noch andere Instrumentlisten, die grundsätzlich sich aus den verschiedenen Indexlisten zusammenstellen. Euronext 100 und. Das heißt, hier haben wir eigentlich diese Listen auch mit implementiert. Das heißt, wenn Sie hierher gehen auf Instrumentlisten General und sich hier diese beiden Listen noch dazu auswählen, den Mini Micro Futures und die Most Liquid Futures und hier auf Import gehen, so werden die beiden Listen mit importiert, beziehungsweise die anderen Listen auf den aktuellen Wert gestellt. Es kann ja jederzeit sein, dass der Nasdaq 100 sich mal ändert. Da fliegt ein Wert raus und ein anderer kommt rein. Beziehungsweise viel mehr noch bei den S&P-Werten. Das heißt, ich habe im S&P 500 habe ich wöchentlich Änderungen drinnen. Der schaut permanent unterschiedlich aus. Und hier macht es auch Sinn, dass man sich hier immer mal wieder mal reinbegibt und einfach mal Import-Instrument-Lists macht, was passiert ist, dass die Werte, die Symbole, die hier drinnen sind im S&P 500, beziehungsweise in den aufgedröselten Listen hier, wo jeweils 100 Werte drinnen sind, dass die hier neu importiert werden und man sicher ist, dass man immer den aktuellen Stand hat. Das kann man hier manuell machen. Dann gibt es hier noch bestimmte Brokerlisten, die hauptsächlich aber für die Safety Brokers sind, also nicht so wirklich interessant für Cap Trader, außer man sieht hier die CFD-Listen, die auch von Interactive Brokers unterstützt werden. Das heißt hier Australia, Belgium und so weiter. Das heißt, hier sind wir auch, haben wir auch die verschiedenen Listen, die auch Interactive Brokers auf den Listen hat. Wenn man sich's anschaut, hier müssen wir immer manuell eingreifen. Das heißt, wir sind hier, es kann sein, wenn Interactive Brokers etwas ändert, wird das nicht automatisch hier abgedatet, sondern die werden hier immer wieder manuell mal angepasst. Grundsätzlich diese Listen hier,
die man hier findet, DAO 30, S&P 500, werden automatisch immer wieder angepasst, weil hier haben wir Referenzlisten, wo wir diese Werte zusammenbauen. Und hier können wir auf offizielle Quellen zurückgreifen. Meistens, gerade Russell 2000, da tut sich ja fast täglich etwas drinnen in dieser Liste. Okay, das heißt, hier sieht man mal, wie wir zu diesen, welche Listen es gibt. Und aus diesen Listen kann man sich natürlich hier auch diese Most Liquid bzw. diese Mini-Micro-Futures auch hier dann aus Instrumentliste oder aus Scanner, aus Listchart-Gruppe anzeigen, indem man jetzt hier geht auf Neue, auf Chart-Container, auf Listchart-Group und man sich hier dann diese Werte noch auswählen kann. Und ich sage, ich möchte mir jetzt eine Most Liquid Futures oder die, sagen wir jetzt hier die gehen wir runter, die Mini Micro. Wo haben wir jetzt die? Das ist hier die Mini Micro. Wählen wir die mal aus. Und was wir jetzt auch gleich machen, weil die wird man wahrscheinlich öfter benötigen, wir machen die gleich zu einem Favoriten. Das heißt, ich klicke hier auf Favoriten. Ich möchte aber jetzt nicht diese Mini-Micros in 5 Minuten, 15 Minuten, einer Stunde sehen, sondern ich möchte hier ein anderes Template mir auswählen und ich möchte die gerne auf Tag, Woche, Monat sehen. Dann wird mir hier das genau ausgewählt. Das heißt, wir haben hier das Template, die Vorlage. Das gibt uns jetzt hier dann Tag, Woche, Monat aus. Wir sagen hier okay. Und wir bekommen jetzt diese Futures dann auf Tag, Woche, Monatsbasis angezeigt. Na klar, wir müssen natürlich auch den Datenfeed einschalten. So, wir sind verbunden und das System lädt jetzt. Das heißt, die Liste, die wir vorhin angefordert haben, kommt nämlich einiges runter. Man sieht jetzt hier auch in dieser Version in der 176, was hier eigentlich an Bars geladen wird. Das hilft auch relativ gut weiter, wenn man mal Speicherüberlastungen hat oder was auch immer. Das heißt, hier sieht man dann mehr oder weniger, was wirklich in den China Trader reingezogen wird, wie viele Kerzen hier geladen worden sind. Das heißt, wir befinden uns jetzt hier im Moment auf 500.000, 600.000 Kerzen, die jetzt rein nur über diese Liste hier reingezogen werden, die wir jetzt neu geladen haben. Da kommen schon ganz viele Datenmengen runter. Und ja, jetzt haben wir eben genau die geladen, und zwar jetzt nicht auf 5 Minuten, wie hier, gehen wir das rüber, nicht auf 5 Minuten, sondern wir sind hier auf Mini-Micro-Futures im Tagesbereich, Wochenbereich, und man sieht hier, was hier grundsätzlich sich auf Tages-, Wochen- und Monatsbereich in den verschiedenen Werten hier abspielt. Okay. Gibt es soweit mal Fragen? Ist irgendetwas angelaufen an Fragen? Ich sehe es leider nicht. Ich habe leider keine Fragenliste hier. Ich kann Ihnen, auch wenn Sie Fragen gestellt haben, ich brauche die Hilfe meines Kollegen von CapTrader. Ja, ich bin da, keine Sorge. Es hat allerdings okay. Bisher mich noch keine Frage erreicht. Okay. Genau. Okay, das gut. So gut erklärt, da gab es keine Frage bisher. Alles gab super. Freut mich. Dann ist anscheinend alles ziemlich klar, was hier erklärt wird. Ich möchte jetzt nochmal kurz reinschauen, und zwar in den Futures-Kalender. Auch hier haben wir natürlich drinnen die Unterstützung eingebaut für die verschiedenen Futures, für die Micro-Futures, damit Sie es auch sehen. Wir haben hier drinnen Accessories, diesen Futures-Kalender. Falls diesen Futures-Kalender noch jemand noch nicht gesehen hat, hier drinnen hat man die Möglichkeit, sich die Expiries richtig einzustellen. Das heißt, man sieht hier, für die verschiedenen Futures, für die verschiedenen Kategorien auch, das heißt Agricultural, Dairy und so weiter, Grains, Livestock und, die verschiedenen Kategorien, wo man auch sieht, welche Futures hier auf welcher Expiry gerade laufen. Dadurch, dass ich vorher alles importiert habe, über
Qfit, Taipan oder was auch immer, sind hier alle Futures auf den richtigen Wert gestellt worden. Das heißt, die laufen im Moment alle auf der richtigen Expiry. Das heißt, man hat einerseits die Möglichkeit, wir sehen hier einen, der wurde nicht importiert, den hat das System anscheinend nichts gefunden zum Importieren und deswegen ist der hier noch auf einer alten Expiry, wird man wahrscheinlich nicht sehr oft handeln, den lieben Hang Seng Future, aber hier sieht man ganz einfach, das sind hier die abgelaufenen Futures in den grauen Farben, das sind hier die aktiven Futures, auf denen man sich gerade befindet und die roten sind ganz einfach die, die abgelaufen sind, aber noch nicht umgestellt worden sind. Was wir in Zukunft, vielleicht das als Hinweis für eine weitere Version, die kommen wird, ich glaube, es ist in der 207 drinnen, was wir hier machen ist, dass wenn sich das Volumen des Futures ändert, das heißt, wir sind zwar noch am 1907 Future, oder gehen wir mal auf einen ES oder auf einen FDAX, wir sind zwar hier noch auf dem September Future, aber aus irgendeinem Grund kurz vor dem 20.09. dreht das Volumen bereits auf und gibt hier schon das größere Volumen auf dem Dezember Future, so wird dieser Future hier gelb werden. Das heißt, wenn Sie hier reinschauen, in der nächsten Version, so viel ich weiß, ist es in der 207 drinnen, hier drauf schauen, dann werden Sie hier sehen, dass, wenn Sie hier auch gelbe Zellen sehen und dann wissen Sie, okay, ich bin zwar noch, der ist zwar noch gültig, aber das höhere Volumen, und zwar das ist hauptsächlich interessant bei den Commodities und so weiter, wird hier schon am nächsten Kontrakt gehandelt. Es ist teilweise so bei den Commodities, dass die teilweise 3 Monate im Voraus gehandelt werden. Wenn man sich irgendwo anschaut oder zum Beispiel auch beim ZQ, beim 30-Day Fed Funds und so weiter, dann kann sein, dass zwar der 107er der gültige ist, aber das große Volumen ist am 110er. Und das würden Sie dann sehen. Es würde dann der Kontakt angezeigt werden, der das größte Volumen führt. Das heißt, das ist hier auch eine relativ gute Hilfe, um hier immer up to date zu sein, welche Futures haben welchen Status im Moment und macht es Sinn, jetzt zum Beispiel einen Future umzustellen. Wir gehen mal zurück auf den Hang Seng Future und geben hier ein, man sieht hier, das sind hier die nächsten Expiries. Wir stellen den mal auf den 08/2019. Dann sehen Sie hier, jetzt ist der hier umgestellt worden. Der ist jetzt hier auf dem August-Kontrakt umgestellt worden und der ist hier nicht mehr rot, sondern ist jetzt grau. Das heißt, hier sehen Sie ganz einfach, wie ganz einfach man sich hier die Futures unter Kontrolle halten kann, um zu sehen, welche verschiedenen Expiries gibt es überhaupt. Mit rechter Maustaste draufdrücken auf diese Zeile und Sie sehen hier dann immer, was sind die nächsten Expiries, auf die man stellen möchte. Ich gehe hier auf 12. Das heißt, jetzt habe ich hier umgestellt auf den 12er, habe aber immer noch den 9er hier vor mir und kann wieder zurückstellen auf den 9er und der ist jetzt wieder auf den 9er eingestellt. Also diese Dinge sind hier relativ einfach zu behandeln. Sie sehen auch hier im Futures-Kalender, den don't show rollover alerts anymore. Das heißt, wenn das hier eingeschalten ist, dann würde das Pop-up immer automatisch aufspringen, wenn ein Rollover durchzuführen ist. Dann kommt dieses Pop-up am Anfang automatisch. Wenn hier diese Checkbox gecheckt ist, dann müssen Sie immer manuell reingehen und müssen das täglich kontrollieren, ob das so passt. Ja, zurückzukommen jetzt auch auf die Micros. Wir haben hier natürlich drinnen auch, wo ist diese Kategorie jetzt, dass wir auch finden, Emerging Markets, Currencies, okay. Hier haben wir zum Beispiel drinnen, es gibt ja diese Micros in den unterschiedlichen Kategorien. Es gibt ja auch die Currency Micros, wo wir sehen, das sind die verschiedenen Micros, der E-Micro, Australian Dollar, British Pound und so weiter, States Dollar, das ist der CAD. Das ist hier der E-Micro, Euro, Dollar und so weiter. Das heißt, hier gibt es die unterschiedlichen Micros auf Currency-Basis, aber wir haben ja auch die Micros
Wo sind die jetzt? Dass man es auch sieht, das sind hier die Indizes, European Indizes, US Indizes haben wir jetzt hier. Hier drinnen findet man so alle US Indizes, die es gibt, das heißt ES, E-Minis und so weiter, beziehungsweise den Russell. Und wir haben hier unten aber auch die US Indizes im Mikrobereich, das heißt der MES, MNQ. Hier ist der Mini Dow und das ist der Mini Russell. Das heißt, hier sieht man, welche dieser Futures, die hier drinnen auch gelistet sind, in der Mini-Micro-Futures-Liste, was hier wirklich diese neuen Futures sind. Diese Futures sind hier neu eingeführt worden vor kurzem und natürlich auch der FDAX Mini ist auch hier dazugekommen. Ja, so. Grundsätzlich mal. Das wäre das Thema Futures, Mini-Futures, Micro-Futures. Gibt es Fragen dazu? Genau, Gilbert, ich hatte dir jetzt gerade in der Chat-Funktion noch etwas dazu geschickt. Schau da gerne einmal rein. Da sind ein paar wenige Fragen gekommen, Ja. die genau, die habe ich dir schon weitergeleitet. Ich sehe hier, Frage kommt rein. Futures-Kalender, kann man vielleicht nochmal sagen, wie man Futures-Kalender, okay, wie man den Futures-Kalender lädt, ja. Also man geht hier nochmal auf Tools, man geht hier auf Accessories, geht hier auf Futures-Kalender und macht diesen Futures-Kalender hier über diesen Menüeintrag auf. Damit kommt man hier in diese Einstellung des Future-Kalenders und man hat hier die ganzen Futures drinnen, die grundsätzlich über den Agena-Trader, über CapTrader natürlich auch, muss man auch dazu sagen, hier gibt es hier wirklich eine wunderbare große Auswahl der Futures, die man hier handeln kann, hier sich anschauen kann und schauen, was kann man grundsätzlich handeln, beziehungsweise welche Werte stehen auf welcher Expiry. Ich hoffe. Okay, ja, das ist eine gute Frage, vielen Dank. Ich wollte das Ablaufdatum vorstellen auf 12.2.19 im Future-Kalender, war aber nur bis 9.2.19 auswählbar. Wie kann man das händisch noch weiterstellen? Okay, das werden wir auch, ich glaube, in der 2.07er haben wir das auch ausgeweitet, dass wir hier nicht nur drei im Voraus stellen. Ich kann mir vorstellen, das dürfte wahrscheinlich auf einen Currency oder auf irgendeiner Commodity basieren. Schauen wir es uns mal an. Das wird hauptsächlich hier, gehen wir mal auf den hier, Heating Oil, dann sieht man, okay, wenn ich hier auf den 12 verstellen möchte, geht das nicht. Hier raus, da habe ich folgende Möglichkeit. Ich gehe in Agena Trader, geben wir uns mal den HO ein, Heating Oil. So, der ist hier. Und jetzt habe ich hier die Möglichkeit, der ist jetzt auf 07.219 gestellt. Und ich habe jetzt hier drinnen die Möglichkeit, hier 11 noch auszuwählen. Ich bekomme hier mehr, aber ich kann hier auch manuell eingehen. Ich könnte hier zum Beispiel, wenn es schon einen 2020er Kontrakt gibt, könnte ich hier zum Beispiel eingeben 01 2020 zum Beispiel. Dann würde hier dieser Kontrakt hier schon eingestellt werden. Das heißt, hier über den Instrument Escort habe ich natürlich alle Möglichkeiten, hier manuell noch die verschiedenen Werte einzugeben. Wir gehen ja schon um 2 Monate weiter. Das, was grundsätzlich auswählbar ist, aber wenn es dann wirklich noch weitere Kontrakte gibt, dann habe ich die hier auch zur Auswahl und kann die hier manuell einstellen. Kann man sich den Rollvertrag im Chart wie einen Zeitalarm einstellen? Es gibt Möglichkeiten, ja, und zwar und wirklich einen Alarm zu verwenden. Und zwar machen wir hier mal auf. Hier kann man Tools, wir haben hier die Alerts und wir haben hier die Time-Zeit-Alerts. Das heißt, in der deutschen Version ist das der Zeitalarm. Das heißt, hier nochmal, ich gehe auf Tools, ich gehe auf Alarme und ich gehe hier auf Zeitalarm. Ich kann mir jetzt hier Zeitalarme einstellen
Wir können sagen, gehen wir das Ding runter, dass man das besser sieht. Ziehen wir es daher. Gehen wir hier Add Alert. Und ich kann mir hier zum Beispiel einstellen, was das hier. Ich hätte gerne einen Alarm, wann immer der Rollover ist. Und ich stelle mir das jetzt zum Beispiel mal auf den, sagen wir am 25, am 26. ist der Rollover, dann stelle ich mir ganz einfach den hier auf den Zeitalarm ein und ich werde dann zu dieser Uhrzeit an diesem Tag dann gewarnt, dass hier eine Umstellung zu machen ist. Das heißt, über die Alarme kann man natürlich dann alles einstellen. Ich kann hier sagen, okay, wie oft werde ich dann auch gewarnt? Das heißt, ich kann mir hier einstellen, ich werde alle Stunden einmal gewarnt, dass hier etwas passiert. Ich möchte eine E-Mail bekommen, ich möchte einen Sound bekommen. Das heißt, hier haben wir alles einstellbar, möchte ein Pop-up sehen, möchte, wenn ich den Mobile Notifier habe, hier auch eine Message auf den Mobile Notifier bekommen und so weiter. Das heißt, hier alles einzustellen, aber ich kann zusätzlich, wenn es mehrere Instrumente gibt, die am selben Tag einen Alarm haben, ist es ein Rollover-Alarm oder sonst irgendetwas, so habe ich hier noch die Möglichkeit dann einzustellen, die unterschiedlichen Werte, wo ich diesen Alarm dann auch sehen möchte. Das heißt, ich kann hier, machen wir das zu, ich kann hier eingeben, ich möchte denn das im ES haben, ich möchte das im NQ haben, im NQ, ich möchte das im YM haben, weil die alle am gleichen Tag rollen und so weiter. Und dann sehe ich natürlich die auch genau in diesen Werten. Ich habe hier den CT natürlich auch noch drinnen. So, okay. Und wenn man sich das dann anschaut, zum Beispiel auf Tagesbasis, dann müsste man, CD ist der ist eingestellt worden, das ist der Zeitalarm. Das ist Q, wo sieht man denn? Einen Tag. Es taucht aber dann auf jeden Fall hier die Linie auf. Ah, ich glaube, das muss ich auch noch einstellen. Mobile Notifier. Wo ist das jetzt? Chart Options Show. Eigentlich soll es angezeigt werden. Okay. Rot. Ja, okay. Jetzt sieht man es auch hier. Das heißt, wir haben was transparent eingestellt. Hier sieht man rot und hier sieht man dann auch ganz genau, wann dieser Alarm dann stattfindet. Wir befinden uns hier am Tageschart und ich kann mir das wirklich schon einstellen, dass ich sehe, okay, ah, da kommt der Rollover daher. Ich kann hier natürlich noch einen anderen Text eingeben, kann sagen, das ist hier die Expiry. So, okay. Gebe hier einen und sehe ich hier, okay, das ist hier die Expiry. Und ich sehe das dann natürlich auf allen verschiedenen Zeiteinheiten. Ich sehe das auf Woche, ich sehe das dann aber auch auf Monat, dass das hier alles daherkommt. Das heißt, hier über diese Zeitalarme kann man sich eigentlich das relativ gut einstellen. Nächste Frage, kann man einen automatischen Close bei Futures einstellen? Nein. Denn kann man einen automatischen Close bei Futures einstellen? Wenn man eine Position am Laufen hat, ja. Es gibt, im Margin Trader gibt es kein Nein. Okay, Moment. Connect. Nein, was haben wir jetzt? So, okay, Connect, Connect, Connect. Was heißt Timo? Nein, wir machen eine Market. So. Und ich kann jetzt hier einstellen, Trade expires. Das heißt, grundsätzlich in der Position kann ich mir das einstellen drinnen, dass wenn ich einen Trade wenn ein Rollover bevorsteht und ich möchte den Trade dann gerne schließen, dann haben wir hier
genau diese Option, wo man sagen kann, ich möchte gerne diese Position spätestens am Donnerstag um 21:09 Uhr schließen, kurz vorm Rollover, und dann wird diese Position auch raus, wird diese Position auch geschlossen. Hier wiederum bitte beachten, das macht natürlich nicht jeder Broker, dass das hier die Position automatisch geschlossen wird. Es kann natürlich auch sein, dass wir Stops tages noch irgendwie drinnen haben. Hier soll natürlich der China Trader laufen, um hier auch dann richtig reagieren zu können. Aber grundsätzlich kann man hier, wenn der China Trader läuft, funktioniert es auf jeden Fall. Ansonsten ist es von der Position her selbst abhängig, ob das der Broker schließt oder nicht, beziehungsweise ja, China Trader laufen lassen ist immer eine gute Idee, um genau solche Dinge hundertprozentig abhandeln lassen zu können. Ich hoffe, das beantwortet auch die letzte Frage. Also mit den Zeitalarmen und mit diesen Trade Expires oder Trade wird am so und so viel, um so und so viel beendet, das kann man sich hier direkt in die Position einstellen. Unabhängig, ob das jetzt eine Mercury-Version ist oder eine Andromeda-Version, das unterstützen alle. Fein. Ich denke, wir haben eine Stunde gut durch. Ich würde sagen, das Thema wurde, glaube ich, ausführlich behandelt, auch ein bisschen gezeigt, welche Möglichkeiten man hat. Natürlich, es zahlt sich immer aus, sich selber damit herumzuspielen. Solche Webinare sind natürlich immer gut, um hier mal die eine oder andere Idee zu geben, was möglich ist, was man machen kann. Aber ja, es zahlt sich immer aus, sich dann selber im Demokonto damit zu spielen und schauen, wie funktioniert das Ganze. Und ist es auch wirklich so, wie man sich das ganze Verhalten im Machine Trader vorstellt. Jo, dann sage ich mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ich konnte Ihnen etwas Neues mitgeben, ein paar Ideen mitgeben, Neuigkeiten vermitteln. Und ich bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen, meine Damen und Herren, für die Aufmerksamkeit, und ich bedanke mich natürlich auch bei CapTrader wiederum mal, hier ein Webinar über den Machine Trader halten zu können. Und ja, wenn Sie am Donnerstag wieder dabei sind, dann gibt es wieder Neues über den Machine Trader, Fragen, Antworten. Hier können Sie mich dann löchern und wirklich alles rund um den Machine Trader fragen, beziehungsweise werde ich auch ein Thema vorstellen, das auch Sinn macht und das Ihnen auch neuen Value gibt in der Behandlung, im Arbeiten mit dem Machina. Dann bedanke ich mich sehr herzlich und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Gebe damit das Wort zurück an CapTrader. Ja, alles klar. Vielen lieben Dank, Gilbert, dir für das tolle Webinar. Ja, genau, die Fragen wurden alle zur Zufriedenstellung beantwortet. Von daher, das war super. Vielen, vielen lieben Dank. Genau, also neben den Webinaren von Agena Trader bieten wir natürlich auch noch weitere Webinare an, wo wir Sie, liebe Teilnehmer, auch nochmal sehr herzlich dazu einladen. Da gibt es bei uns auf der Seite unter Training und dann Termine gibt es da eine Übersicht zu den weiteren Webinaren noch. Wie gesagt, da gibt es dann unter anderem natürlich nochmal tiefergehende Webinare dazu zum Agena Trader. Ja, ansonsten, ja, Gilbert, dir nochmal vielen Dank für das tolle Webinar. Vielen lieben Dank auch für die Aufmerksamkeit und dann einen ganz schönen Abend.